Der Helmut und der Roland, das sind meine Kumpels, die. Der Bobby und der Bubi, die waren auch dabei. Und dann noch zwei, drei Gofen aus der Hammerstraße. Wir haben da nur noch ne Balle gebraucht und dann geht's auch schon los. Wir haben gekickt den ganzen Tag, bis die Mörder gerufen hat. Kommen endlich heim, ihr solltet jetzt ins Bett. Wir wollen jetzt noch nicht rein, es ist ja noch ganz hell. Machen, dass ihr ins Nest gehen und zwar ein bisschen schnell. Städte, all die Heime, du fehlst mir heute so sehr. Denk ich zurück an die schöne Zeit, dann wird mir's Herz so schwer. Egal, was die anderen denken, das ist mir doch einerlei. Weil ich durch Städte geboren bin, im Grenzweg Nummer 3. Und dann kurz nach dem Wintersgras am Band an diese Stür. Wenn man jetzt ein Streichholz anhebt, gibt das ein schönes Feuer. Auf einmal hat der Band am brennenden Zug fahren durch den Rauch. Vor uns ist natürlich keiner gewesen und an den Fingern hängt noch der Schmauch. Im Sommer auf Riechen in Schwemme, aber schwimmen kann ich nicht. Vom Sprungbrett sind wir ins Tiefe und bis zum Treppli war es nicht weit. 20 Graben haben wir zum Verputzen gehabt, es hat noch nicht so viel gekostet. Es hat gelangt für ein Stückchen Brot mit Senf und für eine Cola-Frosch. Städte, all die Heime, du fehlst mir heute so sehr. Denk ich zurück an die schöne Zeit, dann wird mir's Herz so schwer. Egal, was die anderen denken, das ist mir doch einerlei. Weil ich dort Städte geboren bin, im Grenzweg Nummer 3. Leider müssen vorziehen, es hat für uns keine Wohnung gegeben. Ab ins kleine Wiesental, dort ist ja auch okay. Du kannst ein Böb aus Städten rausholen und ist auch noch so schlimm. Doch Städte steckt in dem Böb und es bleibt für immer drin. Städte, all die Heime, du fehlst mir heute so sehr. Denk ich zurück an die schöne Zeit, dann wird mir's Herz so schwer. Egal, was die anderen denken, das ist mir doch einerlei. Weil ich dort Städte geboren bin, im Grenzweg Nummer 3. Weil ich dort Städte geboren bin, im Grenzweg Nummer 3. Du hast einen reservierten Platz in der Kantine vor deiner Fabrik. Du hast einen extra großen Parkplatz für dein Auto, du bringst es ziemlich dick. Es losen 120 Mann und 30 Frauen auf jedes Wort von dir. Du kannst ja alles gut berechnen. Doch rechne nicht mit mir. Herr Direktor, ich habe die Frau gesehen in der Stadt. Herr Direktor, mit ihrer Frau war's wieder ziemlich glatt. Sie hat zwei wunderschöne große Augen. Ohne dickes, fettes Portemonnaie. Herr Direktor, ich werde die Frau nächste Woche wiedersehen. Nächste Woche bist du ja in Tokio, denn du bist ja richtig Frontemann. Zieh ich meine schöne Samba-Schleppli und mein allerbestes Schöbli an. Ich hab noch ein bisschen Geld im Sack, hock in den Kaffee und warte eine halbe Stunde. Und dann sag ich zu meinem Kunden. Ja, das ist mein zweiter Flugversuch.
Wir sind hier in der Kirschblüte im Eggener Tal. Auch wenn es jetzt hier alles so verwackelt ist, weil ich laufe, aber es geht nicht anders. Es ist halt ein Feldweg. Ja, und hier habe ich meine zweiten Flugversuche über die blühenden Obstbäume gemacht. Bin gespannt, wie es am Rechner rauskommt. Ihr werdet sehen. Vielleicht gefällt es euch ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Hubert. Felix und Ingrid haben mich begleitet. Sonst würde ich hier nie klarkommen. Und jetzt machst du zwei riesengroße Augen. Was nützt die dickes, fettes Portemonnaie? Herr Direktor, ich werde die Frau nächste Woche wiedersehen. Ich werde die Frau nächste Woche wiedersehen. Ich werde die Frau nächste Woche wiedersehen.